Fußball 2000 und wie das mittlerweile schon schöne Tradition ist, wenn Marco Hagemann da ist, ist Marco Hagemann da, mein Friend. Yes. Und wir haben schon rauschendere Nächte zusammen erlebt, würde ich sagen. Findest du? Ja. Wir beide auf jeden Fall. Ja, ich könnte das so unterschreiben, ja. Was aber auch nicht schwierig ist, sage ich mal. Nee. Dein erstes Fazit zum Spiel, wie habt ihr das am Mikrofon erlebt und begleitet? Ach, irgendwie war das Spiel so ein Abziehbild, fand ich, der Saison. Also so ein fehlerbehaftetes, wenig Überzeugung, siehst wenig, gar keine Leichtigkeit und was ich wirklich besorgniserregend finde, und natürlich vergleicht man so ein bisschen, ich weiß, es gab einen Umbruch und so weiter und so fort, aber was ich wirklich so vermisst habe, ist so dieses, gerade im Europapokal, wir haben da so viele Spiele gesehen, alles zu geben, weißt du, so, also alles rauszufeuern, was du hast, irgendwie den Funken so rüberspringen zu lassen auf die Zuschauer, auf die Fans. Und das geht mir gerade komplett ab. Ja. Alle haben sie mit sich selbst so zu tun, dass es funktioniert. Julian und Patricia sind auch da. Julian ist back bei Fußball 2000. Patricia ist die ganze Zeit schon da. Die hatten auch eben das Gespräch, dass es schon sehr viel braucht, um ein Frankfurter Europapokalspiel zu Hause nicht anzuzünden. Ja. Und das ist ja tatsächlich heute zumindest dann in der ersten Halbzeit, Teil der zweiten Halbzeit noch passiert. Ja, man hat es total gespürt. Eigentlich die Fans wollten ja. Also die waren da, ja. Sobald es nach vorne ging, war es auf einmal auch richtig laut. So, alle hatten Bock eigentlich und dann schläfert es dich komplett ein zwischenzeitlich. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt keinen oder sehr wenige Spieler, die diese Wut auf den Platz bringen. So, weil du siehst, das Spiel läuft irgendwie gegen dich. Es läuft nicht so zusammen, wie du willst. Und eigentlich entwickelst du so eine Wut und bringst sie auf den Platz. Und das will ich sehen. Und das macht vielleicht Marmoush ein bisschen ganz vorne. Dann hat das Trapp ganz hinten im Tor. Aber das bringt halt leider sehr, sehr wenig. Man hat es gesehen, hat halt eine gelbe Karte dann kassiert am Ende. Aber mein Umgehauen. Und das war's. So, dazwischen passiert halt nicht viel, wo du so denkst, boah, rafft euch mal auf, Jungs, los. Ne? Und das ist wirklich nur in den letzten Minuten passiert, als der Anschlusstreffer gefallen ist und wo du gemerkt hast, die haben realisiert, es geht doch noch was. Wir sind nicht am Ende so, aber es war halt zu spät. Julian, wir hatten diese Saison einige Sendungen zusammen, wo du und Phil mir gesagt haben, ich soll doch Geduld haben. Und jetzt bin ich in den letzten Wochen so ein bisschen in die Phase der Akzeptanz gekommen. Hast du immer noch Geduld oder wie ist deine aktuelle Gefühlslage? Also ich war bis zur Winterpause, dass ich sage, okay, ich habe Geduld, dann das Leipzig-Spiel und ich dachte, okay, komm, jetzt an den Stürmer. Und jetzt ist es aber mittlerweile wieder so, es ist eigentlich schlimmer als auch vorher gefühlt, weil jetzt sind wir wieder aus einem Wettbewerb raus, jetzt nach dem Pokal Conference League. Aber ich finde auch das Auftreten an sich so, es gab so viele geile internationale Spiele und jetzt stehst du hier, du gehst jedes Mal hier in die Kurve, du hast richtig Bock und dann spielen die da einschläfernd im Fußball irgendwie und denkst so, bitte, bitte mach doch was. Dann gehen die da eine 46 Minuten in Führung und denkst, okay, komm. Offensichtlich ergibt es nicht, dass ihr was machen müsst. Und dann passiert halt bis zum Ende nichts. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Verstehst du es vielleicht ein bisschen? Hat Steffen Freund vielleicht irgendwie eine Idee gehabt? Auch nicht. Auch nicht. Nein, das ist ja, also, ja, das ist ja super schwierig. Also, hallo. Jetzt hast du ja gegen Saint-Gilloise. Jetzt gibt es ein bisschen Theater am Rande. Es gibt, also ich finde, du hast ja bei Saint-Gilloise. Die Gemüter sind nicht nur bei uns jetzt. Die Mannschaft hat so viel Feuer gehabt. Nein, wir wollen nicht fies werden. Aber du siehst aber Saint-Gilloise. Wir sprechen ja immer über neue Mannschaft, neues Trainerteam. Übrigens Saint-Gilloise, Bodyface, Wieden, weiß ich, aber ein paar Leute auch verloren. Und auch da neues Trainerteam. Und da ist Struktur zu sehen. Weißt du? Also da ist schon so eine Entwicklung zu sehen. Die haben sich schon sehr gefunden. Natürlich haben die Selbstvertrauen durch die belgische Liga. Aber wo ist eine kontinuierliche Entwicklung, eine Struktur erkennbar? Das fehlt mir irgendwie. Also mal in Ansätzen ja, aber nächstes Spiel ist dann wieder wenig zu sehen. Das sind so zwei Schritte vor, einer zurück. Genau. Oder mal ein Schritt vor, zwei wieder zurück. Also du trittst, ja man sieht es auch in der Tabelle in der Bundesliga, man tritt halt auf der Stelle. Und eigentlich hat man auch ein bisschen Glück, dass man auf dieser Stelle tritt, weil mit der Punkteausbeute geht es halt auch nicht mehr lange gut. Ich glaube, Platz 6 hältst du so nicht und ich weiß halt nicht. Jetzt hast du zumindest die Bundesliga als einziges Ziel nur noch. Du kannst dich ja an nichts mehr festhalten, keine Pokalspiele. Es lenkt aber auch nichts mehr ab. Also jetzt ist wirklich der Fokus muss auf der Bundesliga liegen und das Ziel muss einfach sein, diesen europäischen Platz zu halten. Also, ich denke auch. Du hast ja auch eine Kaderkosten, ne? Die du ja hast. Ne? Also da musst du ja schon mal international spielen. Alles andere wäre ja eine
mega Enttäuschung. Das muss man mal ganz klar sagen. Also, nach oben hast du halt jetzt, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, noch an Leipzig oder irgend sowas ranzukommen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, nach unten wird es jetzt sehr schwer. Das hatten wir letzte Saison schon ähnlich. Da hatten wir die ganze Zeit irgendwo einen gewissen Abstand. Und irgendwann sind wir dann mäßig diese Serie, du hast nicht mehr gewonnen. Du verlierst ein, zwei Spiele und dann ist es dann auch wieder, dass die auf einmal die überholen, punktgleich sind. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Saison wieder so vor sich hintröpfen könnte. Dass wir am Ende wieder am Ende sind, oh, jetzt ist es wieder knapp und am Ende hast du wieder am letzten Spieltag gegen, was war das damals, spielen wir unentschieden auf Schalke oder so und dann wird es doch nichts. Dann hast du hier mit Glück gegen Freiburg gewonnen. Das wäre schon ja, ärgerlich. Ja, Leute, bei mir ist es ein bisschen antizyklisch. Ich war die ganze Zeit richtig sauer und habe irgendwie das alles nicht verstanden. Da wollten mich alle beruhigen. Jetzt seid ihr gefühlt sauer und ich muss euch beruhigen, weil ehrlich gesagt, das Spiel gegen Freiburg und diese beiden Spiele gegen diese Mannschaft, die jetzt wirklich auch keine Thekenmannschaft ist, nein, die können genauso, wie sie passiert sind, können die passieren. Dass das jetzt in diesen Mut reinkommt, den du dir vorher erarbeitet hast, sorgt natürlich dafür, dass die Enttäuschung umso größer ist und auch die Ratlosigkeit, was den Rest der Saison betrifft. Weil du hast es gesagt, nach oben hin geht wahrscheinlich nichts mehr, du musst es nach unten hin verteidigen und dann hoffen, dass irgendeiner von vorne quasi den DFB-Pokal gewinnt, damit du auf dem sechsten Platz nicht wieder in der Conference League landest. Weil ich glaube tatsächlich, dass das für das, was man dann nächstes Jahr angeblich vorhat, nicht förderlich wäre, weil der ein oder andere Spieler, glaube ich, schon mindestens Euroleague spielen will, den du dann halten willst. Ich bin weiterhin ein bisschen ratlos, aber nicht aufgrund der aktuellen Spiele, sondern aufgrund der gesamten Saison. Ich habe am allerersten Spieltag hier immer gestanden, beim zweiten, beim dritten, beim vierten. Und ich fühle mich nicht anders. So. Und das sagt schon viel aus, dass ich nicht das Gefühl hatte, okay, die Entwicklung hat so stattgefunden. Ich glaube tatsächlich, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist, dass das mit Kalajdzic ein Riesenschock ist. Weil ich glaube, dass er ein absoluter Puzzlespieler war für diese Veränderung, die hätte stattfinden sollen. Ikitike kann das wahrscheinlich nicht sofort bringen, deswegen müssen wir auch da Geduld haben. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel meckern, weil ich dann das Gefühl habe, die Eintracht nutzt diese Unruhe auch so ein bisschen, um Scheindiskussionen zu führen. Oh, ihr seid alle unruhig. Wir sind alle ganz gechillt, Eintracht. Wenn ihr es seid, sind wir es auch. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr eine Lösung findet. Wenn nicht, dann vielleicht nächstes Spiel. Gegen Wolfsburg wird es auch interessant. Nico Kovac kommt. Lasst ihr mal ein Like da, schreibt mal in die Kommentare. Ist alles gechillt. Pam, pam. Denn heute geht es um die Spieler von der Eintracht. Geile Typen, die müssen nicht wirklich richtig guten Fußball gespielt haben, sondern einfach geile Typen gewesen sein. Also ich habe mir einen ausgesucht, den ihr beide definitiv euch nicht ausgesucht habt. Mein Spieler war keine Legende und ich habe auch nicht so viel Fachwissen wie du jetzt über ihn, aber ich mochte ihn damals sehr gerne, ich weiß auch nicht genau warum. Habe eigentlich gedacht, was ist das denn für einer? Aber der hat hier vorne so einen Kranz gehabt, ja. So einen Haarkranz. Der konnte nichts. Und ist dann richtig zu einer Legende geworden. Gesicht wie ein Nussknacker. Habe ich gedacht, okay, wenn er ein Star werden kann, können wir das alle, ja?